Da geht's schon los. Nein. Ist in einem. Es ist Zahltag. Und auf dem Haufen. Wir brauchen kein weiteres Holz mehr. Es sei denn doch, da ist noch Natürlich. ein Pöks, der weg kann. Fertig, Meister. Ein Schankwirt beginnt mit der Arbeit. Kundschafter. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung. Holz gefällt. Bestimmt hast du das. Der würde eigentlich hinpassen. Ebenso wie der. Ja. Lager passt hier zwischen. Kapelle. Auch. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Die Kapelle hätte ich durchaus gerne in der Nähe des Wassers. Und zwar hier. Ja. Natürlich. Das ist ein bisschen traurig, dass das nicht funktioniert. Aber nicht alles ist uns vergönnt. Wenn wir allerdings hier hinten in ein Wohnhaus setzen, verschieben die sich nach dahin, dann läuft das alles. Ja, ist gut. Ja. Sonst, wenn wir hier einen Ausbau hinzufügen. Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Bei Mohammed, es sei. Ja, Sidi. Euer Wunsch ist mir Befehl. Mit Freuden, Sidi. Mit Freuden, Sidi. Euer Wunsch ist mir Befehl. Mit Freuden, Sidi. Ich werde mich darum sorgen beim Kalifen. Potz, Mekka und Medina, natürlich. Ich tue mit Allahs Hilfe mein Bestes. Okay, darum ist ich bin fertig hier. Andere kann ich Festung. Feierabend machen? Das Gebäude ist ausgebaut. So, Aufgang wie geplant. Eine neue Technologie. Das mögt ihr glauben, aber hier unten. Ja! Ist noch Lehm. Ja! Kunchi. Wir brauchen zwei weitere. Aber zuerst. Gerne. Geh dich unten umschauen. Ja, Sidi. Ja, Sidi. Es sei. Es sei. Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. So sei es. Fertig, Meister. Ein Priester tritt in eure Dienste. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ja, Sidi. Oh, Staatskasse. Ich tue mit Allahs Hilfe. Kriegsheft übrigens. Potz, Mekka und Medina, natürlich. Und hier steht ein Wächter. So sei es. Ich tue mit Allahs Hilfe mein Bestes. Euer Wunsch ist mir Befehl. Moin, ich bin Salim. Ich versuche den Frieden wiederherzustellen. Sagt mir, was ich tun soll, damit ihr den Krieg aufhört. Das ist nicht so leicht, wie euch das... Ich behaupte zwar nach wie vor, dass unsere Truppen die stärksten hier sind, und den Krieg irgendwann locker gewinnen würden. Seht euch mal um. Leute, die haben kein Problem mit dem Krieg. Es gibt doch bestimmt etwas, was ihr schon lange haben wolltet und worum ihr euch mit den Nachbarstädten drum streitet. Jetzt um Rohstoffe, um Wasser? Sagt es mir einfach. Da mit dem Wasser ist was dran. Wir haben allerdings bereits einen Pakt mit den Banditen ausgehandelt. Wir dürfen dort vor Ort an ihrer Wasserquelle einen Brunnen bauen. Sie dafür im Gegenzug bei uns in Nähe ein Eisenbergwerk. Ah, so, da soll das Eisenbergwerk kommen, verstehe. Das Wasser bei uns ist nämlich viel zu dreckig, um es zu nutzen. Ja, dafür haben wir hier oben in den Bergen jeden Eisen vor. Es
Tut uns sogleich den Gefallen und baut den Brunnen für uns. Ach ja, unter Zeichen der Freundschaft erwarten wir natürlich zwei weitere Dinge. Als erstes könnt ihr uns als Geste der Freundlichkeit 2000 Eisen liefern. Zweitens müsst ihr uns natürlich versichern, Kroxos gemeinsam mit uns zu bekämpfen. Ach so. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Potz, Mekka und Medina, natürlich. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Bei Mohammed, es sei. Ich verstehe. Nein! Komm zurück! Ja. Keine Ahnung, wie die Leibwächter hingekommen sind. Mit Freuden, Sidi. Gut, dann das heißt, wir stehen jetzt wirklich zwischen den beiden Fronten. Ich zeige euch den Weg. Zahltag. Die beiden prügeln sich um Wasser und Eisen und haben aber schon einen diplomatischen Pakt diesbezüglich ausgehandelt. Schaut in die Ferne. Ich zeige euch den Weg. Und Kroxos will keinen Frieden eingehen, wird aber ansonsten gedoubleteamt. Unser Lager kommt nach hier hin. Erledigt. Natürlich. Berge weg und sein. Gruppe 0. Als das. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Siegelt ja, noch dahin. Dann wird's nach hier. Verbündeten wird angegriffen. Fertig. Es euer Wunsch ist mir Befehl. Bei Mohammed, es sei. Seht her. Das Gebäude ist ausgebaut. Seht durch mein Fernglas. Ich zeige euch. Aber Kroxos lehnt kategorisch den Frieden mit den anderen beiden Seiten ab. Getan, was ihr wolltet. Ein Steinmetz tritt. Es wäre jetzt natürlich sinnvoll zu wissen, weswegen Kroxos mit den beiden anderen kämpft, aber das haben die niemals preisgegeben. Alles weg, wenn's denn sein muss. Das heißt, wir wissen niemals, wie legitim der Casus Belli ist. Obdachlose Siedler. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Haben wir noch weitere Lehmhaufen, die wir nutzen können? Ja. Ja. Gruppe 8 geht dann weiter Steine prügeln. Dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Kommt ja nicht auf die Idee, stehen wir's her. Die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Einen nach hier hin. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Und der. Da könnten wir sie so stauchen, aber das sieht dann kacke aus und das wollen wir nicht. Dach, Chef. Jupp. Na gut. So. Wir haben festgestellt, hier unten gibt es einen Siedlungsplatz. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Nein! Aha! Schwefel auch. So, ich habe mich nicht aus dem Gewehr gemutet. Bin diesbezüglich ein bisschen geimpft. Ja. Weil das Spiel gemeint zu uns war. Fertig. Oh,
bauen wir mal aus. Wir brauchen auf jeden Fall einen Alchemisten. Das heißt, wir benötigen auf jeden Fall Schwefel, damit wir das forschen dürfen. Und mit dem Wetterwechsel kommen wir dann besser an Schwefel. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold. Gruppe 8. Kommt ja nicht auf. Unsere Freunde da oben hatten einen Schwefelhaufen. Wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Aber Holz gefällt. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubst? Unsere Freunde hier drüben haben auch Schwefel. Verstehe. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Dass wir ausbauen, müssten wir genug Lehm reinkriegen, können versagen, dass wir Schwefel hacken möchten. Holz und Stein für Flaschenzug, ja, kein Problem. Schaut in die Ferne. Ich zeige euch den Weg. Und da ist eine Kiste, die wir nur im Winter erreichen können. Seht durch mein Fernglas. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Das Gebäude ist ausgebaut. Für euch doch immer. Jawohl. Seht her. Winter ist also sehr nützlich für uns. Aber das wussten wir gewissermaßen schon. Aber sicher doch. Ja. Jawohl. Aber sicher doch. Jawohl. Ja, jawohl. Gut, Kunshin, du. Jawohl. Geh hier rüber. Natürlich. Aber sicher doch. Jawohl. Für euch. Meinst du, wir dürfen jetzt hier rein? Natürlich. Natürlich. Ja, es ist Zahltag. Eine neue Technologie ist erforscht. Interessant. Du, Kunshin, geh mal hier hoch. So sei es. Bei Mohammed, es sei. Schaut in die Ferne. Seht durch. Hier sind mein echt viele Kisten. Seht durch mein Fernglas. Ihr solltet die. Außerdem können wir den Regen unterbinden, wenn wir die Wettermaschine stehen haben. Wenn das mal nicht schon lohnenswerter Grund ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, Sidi. Euer Wunsch ist mir Befehl. Es sei. Ich tue mit Allahs Hilfe mein Bestes. So sei. Nochmal 1000 Taler. Ich tue mit Allahs Hilfe mein Bestes. Ich zeige euch den Weg. Eine neue Technologie ist erforscht. So. Ja, ja. Ist in Ordnung. Ja, ja. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich werde mich darum sorgen beim Kalifen. Bei Mohammed, es sei. Fertig, Meister. Bei Mohammed, es sei. Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch... Was würde ich jetzt geben für ein warmes, gemütliches Bett? Ist alles in Arbeit. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Natürlich wird alles ausgebaut. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ein Alchemist beginnt seine Arbeit. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie. Und Metallurgie direkt hinterher. Seht nur, es klart auf und wird wieder warm.
Ausbau fertig. Und 800 Schiffe benötigen wir noch. Und die dürften wir ohne weiteres zusammenkriegen. Mit Freuden, Sidi. Ja. Seht her. Habt ihr jetzt also den Weg zwischen den beiden Seiten freigeräumt, dass sie sich direkt bekämpfen können? Ausbau abgeschlossen. Aber sicher doch. Ja. Seht her. Es gibt nicht genug zu essen. Ja. Ah, und Sian, Siedlungsplätze. Aber sicher doch. Jawohl. Ja. Ich habe Hunger. Aber alle Bauernhöfe sind schon voll. Ja, das Problem wird vielleicht ein bisschen größer werden. Wer ist hungern, am Hungern? Wenn ich nicht bald, wie wäre ein Ziegelbrenner. Wenn ihr Steuergelder mal dazu einsetzt, ein paar Bauernhöfe zu errichten. Dann werden Steuern niemals für das Volk eingesetzt. Also krieg dich ein. Das ist Normalzustand. Raus! Attackiert. Raus! Ich habe euch nicht eingeladen. Zahltag. Ich tue mit Allahs Hilfe mein Bestes. Seht her. Für euch doch immer. Mit Vergnügen. Salem kann schon mal runterkommen. Sobald wir Winter machen, dann holen wir uns das ganze Gebiet hier unten. Ich werde mich darum sorgen, beim Kalifen. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Ich zeige euch den Weg. Das Gebäude ist ausgebaut. Seht durch mein Fernglas. Seht her. Ausbau vollbracht. So. Jawohl. Ich zeige euch den Weg. Ja. Seht durch mein Fernglas. Da werden wir auch eigentlich darauf warten. Salem, du bist ja schon in der Nähe. Hol die Kiste. Es sei. Heureka! Schaut in die Ferne. So. Aber sicher doch. Seht durch mein Fernglas. Aber sicher doch. Nun ja, es ist ärgerlich, wenn sich die Fronten so dermaßen verhärtet haben, dass Frieden keine Option ist. Beide haben einen Verbündeten attackiert. Seht her. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Seht her. In jedem Fall können wir zwei der drei Städte am Leben halten, wenn wir uns mit dem Städtmanditen aber den Roten verbinden.